Hallo, hier ist der Josh von Move36. Heute ist wieder Montag. Wir gehen mal wieder ins Kino. Wird super toll. Noch 10 Tage bis Star Wars. Vielleicht läuft er ja heute. Wir wissen es noch nicht. Ihr kriegt jetzt schon mal einen Ausschnitt des Films zu sehen. Das sind die Kray-Zwillinge. Ronald und Reginald. Hoffentlich war das kein Star Wars. Da will ich mich richtig drauf vorbereiten. Ich bin noch nicht ganz mit The Clone Wars durch. Ja, bevor jetzt der Film losgeht, gibt es erstmal natürlich noch ein bisschen Vorprogramm auf der Bühne. Das wird eine tolle Sache. Ihr guckt es euch auf jeden Fall an. Dann kommt der komplette Trailer. Danach werde ich die Leute mal fragen, wenn der Film fertig ist, wie sie es so fanden. Das hier ist übrigens Dirk, der hier schlawinert. Ich habe ihn gesehen. Ja, kommt heute Star Wars? Er lacht. ja, natürlich. Ja. Nein. Eine Woche zu früh? Vielleicht nächste Woche, man weiß es nicht. Also ich weiß noch nicht, was nächste Woche läuft, aber nächste Woche ist halt die letzte Chance und dann hoffen wir mal drauf. Können wir mal machen. Heute, ich weiß nicht, schon eine Woche vorher. Also die haben jetzt schon Ausschnitt gesehen. Wir werden es ja gleich sehen, aber erst musst du noch mal ein bisschen über die Bühne rumhüpfen. Freikarten, T-Shirts, Popcorn, alles, was das Herz begehrt. Naja, und dann setzen wir uns hin und quatschen noch ein bisschen über den Film, wer es ein bisschen genauer haben möchte. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis gleich. Ja. Wir spielen heute Abend wieder eine Runde Tabu. Tabu kennt ihr? Ja. Ja, gut. Aber spiele ich ab und zu mal, wenn mir nichts anderes besser einfällt. Und los. Man verwendet es, um etwas in Texten zu markieren. Anderes Wort? Vorne weg, wie eine Glühbirne. Was tut eine Glühbirne? Also? Leuchtmarker. Dann auf die Plätze, fertig und los. Zur heutigen Zeit sind die, zur jetzigen Zeit sind die ganzen Tannen voller. Es leuchtet. Ja. 9,54. Okay, zwei Freikarten für die nächste Woche. Oder die geheime Box. Ich nehme die Box. Dann ist die Box? Ja. Alles klar. So, dann schauen wir auf den Boden. Dann öffnen wir sie mal kurz. Und dann schauen wir mal, was du gewonnen hast. So, du hast einmal ein T-Shirt. Okay. Da steht drauf, Zombies haben mein Hirn ruiniert. Ja, okay. Dann einmal Popcorn für dich. Und auch nochmal ein Buch von Im Herzen der See. Okay. Danke. So. Sie haben es nicht fertig, können es auch mitnehmen. Just run and escape. Each place we go, so afraid that he might show. Yeah, run and escape. Mein Bruder und ich. Which one? Wir werden über London herrschen. Das sind die Kray-Zwillinge, Ronald und Reginald. Die vielen Wendungen, die ganze Story. War gut gemacht, lustig, aber halt auch tief. Sind wir im Fernsehen oder was? Ach, ich schon. ja, der Typ mit der Brille. Und ja, ich habe den Film leider nicht von Anfang an mitbekommen. So. Wir sind erst ab der Hälfte irgendwie eingestiegen. Also, ich bin erstmal eine halbe Stunde zu spät gekommen und habe mich dann erstmal hingesetzt. Und der Film war sehr gut. Ich fand den Film super. Lag daran, dass der Film eigentlich alles hatte, was ein guter Film braucht. Er hatte eine Handlung, er hatte auch Action, er hatte diesen gewissen Charme dieser alten Filme und allem in allem ein sehr guter Film. Das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, ist,
Gegen Ende hat er sich ein bisschen gezogen, weil er ein bisschen von der Haupthandlung dann abgefallen ist. Also wenn sie noch dieses Gangsterzeug und die Geschäfte noch weitergeführt hätten, dann hätte sich der Film zwischendrin nicht so stark gezogen. Aber ansonsten Top-Film. Ich war echt positiv überrascht. Ich fand es war ein nicht so guter Martin Scorsese-Movie, so hat es sich angefühlt ungefähr. Also Tom Hardy war super als die Zwillingsbrüder und der Film an sich war auch super gemacht, coole Einstellung, hatte auch ein paar wirklich coole Szenen, aber hatte doch ein paar Längen sozusagen. Es war das drin, was in einem Martin Scorsese-typischen Film nicht drin ist und das hat sich dann ein bisschen in die Länge gezogen. Von daher, man hat gedacht, okay, jetzt ist der Film fertig und dann ging es noch weiter. Jetzt ist er fertig und dann ging es noch weiter. Also hat ein paar gute Stellen, aber leider zu langatmig. Wow, hätte ich nicht gedacht. Wir haben eben schon ein paar Leute gehabt, die ihre Meinung abgegeben haben und ich habe eigentlich gesagt, wir brauchen das gar nicht mehr machen, weil die haben das sehr fundiert, gut und sachlich dargelegt. Okay. Besser, als wir das könnten. Ich habe es nicht gehört, aber gut. Dann ja, vertrau mir, ich sehe, wenn jemand besser ist wie ich. Das sind ja nicht so wenige. Nee, das war große Klasse, deswegen reißen wir die Story nochmal ganz kurz an, wenn man es im Trailer nicht gesehen hat. Ich weiß es nicht, ich weiß nur noch, er war sehr lang. Jedenfalls der zweite. So, wir haben die Gebrüder Cray. Und man sieht quasi den Aufstieg dieser zwei Brüder in der Londoner Untergrundmafia. Ja. Na, die leiden ja an den Bums, werden immer größer und erfolgreicher und wie es dann halt so ist, wie es halt natürlich kommen muss. Der eine ist ein bisschen schweigsam, aber doch schlau und der andere, naja, der hat einen Schlag nicht gehört, sag ich mal. Der hat einen kleinen... Das sieht man aber gleich auch im Trailer, dass der ein bisschen... Den holen sie ganz am Anfang aus der Psychiatrie raus und da hätten sie vielleicht drin lassen sollen. Ja, verkehrt. Beide gespielt von Tom Hardy. Das ist cool gewesen, ganz ehrlich. Also zu sagen, hey, das ist ein Schauspieler, der quasi zeitgleich auch noch auf der Leinwand zu sehen ist, aber einmal so und einmal komplett anders, das war schon cool. Wir hatten ganz kurz diese Stelle, wo der eine Bruder den anderen Bruder nachgeäfft hat. Ja. Also Tom Hardy hat Tom Hardy nachgeäfft. Es war genial. Allein, ich sag mal kurz und schmerzlos, allein wegen Tom Hardy lohnt der Film. Reingehen. Und dann guckt euch nochmal Mad Max an. Ja, habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Ja, ich kann nicht alles gucken. Aber gerade das musst du. Aber der Film hat leider auch seine Längen. Ja. Man muss sagen, der geht echt, also mir ging ja 3 Stunden oder sowas. Ja. Der 2 Stunden, 11 Minuten. Der normale Bruder, sage ich jetzt mal, lernt dann halt die Tussi kennen. Und dann geht es ein bisschen hin und her und sagt, wir wollen ehrlich werden, wir wollen es nicht. Und Mafia hier und gut sein da. Und ich habe mir so für mich überlegt, die Tussi trägt überhaupt nichts zur Story bei. Das ist wie Indiana. Hast du Jurassic World gesehen? Ja. Komplett unnütz. Nein! Wenn man die rausgelassen hätte, es wäre genau so passiert. Es hätte sich alles genau so zugetragen. Und der Film hätte Stunde 40 und wäre super durchgerutscht in einem Rutsch. Vielleicht noch eine Schlägerei mehr, weil die waren auch klasse inszeniert. Ja, gab schon ein paar coole Schlägerei-Szenen. Vor allem, weil der eine ja ein bisschen, der eine ist eher so konservativ, ja, wir reden erstmal so, ja, okay, alles gut. Und der andere, naja, hat so eine, ich will nicht so viel verraten, aber ich glaube, man sieht es auch im Trailer. Ich glaube, so eine Schlägerei, zumindest in einem von den beiden Trailern. Soll ich dir einen Witz erzählen? Hm? Geht ein psychotisch Schizophrener mit 2 Hämmern in eine Bar. Ja, der war gut. Alle lachen. War cool. Also ich fand den gut, ein bisschen zu lang, die Tussi hat genervt, aber allein wegen Tom Hardy, absolute Filmempfehlung. Ich muss sagen, es ist nicht mein Genre. So diese Ganoven-Gangster-Filme, Dinge. Ja, aber gerade so spielt im frühen London über die alten, ja, coolen Schlitten, die schicken Kleider und dann mit den Anzügen und Hüten. Ich finde das geil. Also es ist nicht ganz mein Genre, es ist nicht ganz so mein Film, aber ich fand es nicht schlecht. Ja, aber wenn man das mag, klar. Und Tom Hardy, mag, ganz ist toll. Besser, aber für mich ist das Genre nichts, aber ich fand den Film trotzdem nicht schlecht. Also Mafia geht immer, finde ich. Gerade die frühen Anfänge. Ah, und es ist auch mal schön, nicht immer die Amis zu sehen. Jetzt mal ein paar Londoner, ist doch auch schön. Was hat man denn großartig in London und Untergrund, kannst außer Gangs of London? Kannst du doch Italien nehmen, ist doch egal. Also, ist auch mal interessant. Ja. Ja, ist eigentlich wurscht, welche Stadt es ist. Ja. Nur, dass das Lenkrad anders rum war, daran habe ich gesehen, dass es London ist. Gut. Das Lenkrad ist nicht da, wo es ist. Stimmt. Ja, warum steigt ihr auf der Beiseite? Achso. Als das neue Auto gekriegt hat. Ja, kommen wir zur Auswertung, kurz und schmerzlos. Der wird nicht ganz so gut, glaube ich. Ich habe 7 Punkte gegeben, eben weil er halt extreme Längen gehabt hat, aber das Rest cool war.
Von mir kriegt er um die 5, 6. Ja. Nicht ganz so, weil es halt auch nicht mein Teil ist. Ja, ich glaube auch, ich sag mal, die Runde 5 in der Auswertung. Ich glaube, höher kommt das nicht. Ich sage, ey, wenn Krampus letzte Woche, wo sie schon echt die Geister geschieden haben, sage ich mal, 5,97 bekommt, dann bekommt der mindestens eine 5,5. Meinst du? Ja. Wir haben, diese Woche waren noch nicht so viele Leute da, also da können wenig Leute viel bewirken. Was bringt dir, wenn da 300 Mann drin sitzen, aber 100 bewerten? Naja, also ab 100 Mann wird die Umfrage repräsentativ. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ach, in der Mickey Maus. In der Mickey Maus? Ja, keine Ahnung. War das nicht in hier die andere Maus da? Nein, Mickey Maus, Seite 10, Witze, Tipps und Tricks, toll. Gibt's die noch? Weiß ich nicht, super teuer geworden. ich guck mal bis nächste Woche und sag dir dann Bescheid. Danke fürs Zugucken, bis nächste Woche. Okay, wir hatten noch einen zweiten Film, eine schöne Bescherung. In welchem Jahr erschien der Film? 89. 91. Ich dachte, das wäre dein Lieblingsfilm. Fuck, ja. Ja? Das ist 89. Ja. So gut, hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was hättest du denn gern? Die zwei Freikarten oder die leer. Box? Die Box ist leer, die passen alle mittlerweile auf. So, ja, vielen Dank, was du warst. Danke. Selten, dass ich mal zwei Fragen brauche, aber